den Strike-Modus habe ich euch bisher noch gar nicht gezeigt. Das ist der letzte Modus oder der Modus, den es halt noch gibt, aktuell in der Beta. Gibt ja da ein paar. Und hier in dem Fall können wir jetzt wieder den Assault, den Heavy, den Officer oder den Specialist spielen. Also das kennt man schon, aber hier sind die Heldenklassen ein bisschen andere. In dem Fall springen wir einfach erstmal mit dem Assault rein. Hier sind jetzt keinerlei... Ich nehme den Heavy. Hier sind jetzt keinerlei Fahrzeuge, soweit ich weiß, am Start. Also da ist jetzt wirklich darauf sich zu beziehen, was es hier so gibt und dementsprechend damit dann fortzuführen. Karten habe ich keine, Waffen. Fehlen mir so ein paar dieser Credits, um das Ding auszurüsten. Deswegen müssen wir einfach mit dem arbeiten, was wir da haben. In 10 Sekunden geht es dann auch los. Also der Matchmaker funktioniert bisher auch ganz gut. Ich muss sagen, manche Runden sind dann aber trotzdem gefühlt noch sehr unausgeglichen. Also ich hoffe, da passiert noch so ein bisschen was. So, und jetzt müssen wir das Artefakt verteidigen. Das hängt natürlich hier, da liegt es einfach so auf dem Herd rum. Ist ja normal. Artefakte liegen meistens am Herd. Kennt man ja nicht anders. Oh, ich darf ja noch gar nicht rennen. Ah, ja, genau. Er hat mich da ganz schön weggewumst. Egal. Jetzt aber. First Order müssen wir natürlich aufhalten. Klar. Ich hab einfach mal auf die Leiche geschossen. Ich bleibe einfach beim Artefakt. Die werden da schon hinkommen. Ich halt das ganz plump. Wie immer. Ja, da sind die ja auch schon. Heide Witzka. Warum ist denn da keiner? Ich denke mir, ja, da werden die schon irgendwann mal erscheinen. Aber, ja, das dachte sich der Gegner vielleicht auch. So, jetzt müssen wir hier den Extraction Point verteidigen. Da hinten sind sie scheinbar mit dem Artefakt. So, nein, und von hinten. Da kommt er mit seinem Schild hinter mich in den Rücken, der Lump. Aber wir haben unser Package mal wieder zurück. Es schaut wirklich, das Spiel ist optisch eine Augenweide. Wollte hier gerade schon schön in den Belagerungsmodus gehen. Aber Pustekuchen. Ihr kriegt mein Artefakt nicht. Ihr kriegt es nicht. Da habe ich gedacht, da kommt jetzt einer rein. Pustekuchen. Grenade ready. Ach. Kommt schon, kommt schon. Kommt nicht so schnell.
Ach, das gibt's nicht. Er hat das gut gemacht, hat mich mit dem Dart gescannt sozusagen. Und als er dann rauskommen wollte, hat er mich schon weggemacht. Jetzt nehmen wir mal den Assault. Auch hier ist jetzt wirklich ehrlicherweise nicht der Skill das Ausschlaggebendste, sondern dass ihr einfach auch nach wie vor ein bisschen was von dem Spiel und von den verschiedenen Klassen und so weiter und so fort seht. So. Da wollte ich es mir eigentlich schön von hinten schnappen. Haben die aber scheinbar direkt ein Problem damit gehabt. Ah, oh, ein Wookie! Ein Wookie! So, sehr gut. Ja. Wer denkt denn da, dass er so stehen kann? Du Bazi. Alter, was ist denn das für eine Monstergranate? Hey, Mann, dann kriege ich den einen schon fast weg und dann kommt der eine wieder von der Seite. Also ich würde mal sagen, wir holen uns dann die Heldin für 2000 nach der Runde. Gucken die einfach mal an. So, natürlich hat er mich gerade noch weggeholt, weil wieder nicht der, mit dem ich mir den Shootout liefere. Aber egal, was kann die denn so? Jetpack Booster, Rocket Launcher. Ah, okay, das, ich verstehe. Das ist praktisch wieder Druide des Pendant. Klassen werden immer von hinten dargestellt. Nein, da wollte ich ihn gerade noch mit dem Raketenwerfer wegmachen. Ja, habe ich nicht so lange durchgehalten mit dem. So, jetzt nehme ich mal den Officer und stelle einfach mal eine Drohne hin. Ist ja auch vielleicht eine Idee. Vielleicht ist ja das der Weg zum Ziel. Geht's hier auch irgendwo rein? Map-Kenntnis gleich 0. Aber scheinbar hier nicht. Sieht wunderschön aus. Ja. Sag Sachen. Bitte ja gern. Ah! Oh, ich war doch schon drin! Das ist ja unfair. Ich dachte mir hier, super, jetzt habe ich eine Tür gefunden. Ich habe mich schon innerlich gefreut, dass ich hier reinkomme. Aber Pustekuchen. So, die Drohne habe ich mal ganz kurz explodieren lassen, weil mir die da hinten gerade nur bedingt weiterhilft. Nein, da habe ich ihn schon so gut weggemacht, aber hat nicht gereicht. Und gerade eben wäre meine Drohne fertig geworden. Ja, ich bin hier im Mittelfeld mit 3. Ist hier auch voll gut. Rennt er denn hin? Ja,
So. Ein bisschen mit meiner Drohne arbeiten. Into battle! Into battle, battle points. Sehr gut, Killer Assist. Danke, Drohne. Ich wusste immer, dass ich eher der Baumeister bin. Geschicktes Taktieren. Package secure. Heads down. Grenade out. Liegt hier was rum? Da hat mich der jetzt ganz schön von hinten gemacht, der Bazi. Aber ich mag den, Officer für diese Karte gar nicht so doof, muss ich gestehen. So, jetzt läuft's. Da groove ich mich ein hier. Mit dem. Watch out. Remember the general's words. So, meine Drohne ist mittlerweile im Arsch. Jetzt krieg ich sie. Jetzt groove ich mich rein. Bin ich im Game. It's in the game. We shield the helpless with our lives. Wir wollen unbedingt das Ding. Aber ich stehe hier. Nein, ich stehe doch nicht da. Doch, ich habe ihn noch weggemacht. Drohne sei Dank. Gute Drohne. So, jetzt kann ich mir noch... Warum kann ich mir jetzt die Mucki nicht schnappen? Ich habe so viele Battle Points. Ja, wahrscheinlich, weil die Zeit hier so gut am Arsch ist. Aber egal. Lief nice am Ende. So, und da haben sie es verkackt. Und wir haben es geschafft. Sehr schöne Runde. Auch wenn mein Skill anfangs zu wünschen hat überlassen, aber am Schluss durch Taktik und Verstand habe ich es dann nach Hause gebracht. Ich bin zwar weit weg von dem hier, aber ist mir egal, denn unterm Strich war das ganz, ganz cool. Und ich hätte mir am Schluss auch den Wookie schnappen können und dann wären wir ja, da mit 9300 war ich gar nicht so schlecht. Und am Schluss hätte ich natürlich dann alle weggemacht mit dem Wookie, ist ja klar. So, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, euch hat auch das von Star Wars Battlefront gefallen. Und ja, wenn das Spiel dann rauskommt, wird es auf jeden Fall auch noch das eine oder andere Video mehr davon geben. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.